Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever 3 Flussland. Ich habe einiges zu erzählen, bevor es wirklich losgeht. Also zum einen, ihr könnt sehen, bevor wir mit den anderen Sachen weitermachen, ich habe hier 931 Millionen mittlerweile. Ich glaube, wir haben aufgehört mit 400 oder so. Das Geld ist zustande gekommen, als ich ich habe insgesamt 4 Mitfahrten gemacht, um zu schauen, ob und vor allem wo die Strecke noch angepasst werden muss, damit es nicht ganz so, ja, unschön wirkt. Keine Ahnung, Bäume oder allzu viele Hügel, die unrealistisch sind, die der Zug fährt. Dadurch sind wir mittlerweile bei knapp 1 Billion. Wie ihr sehen könnt, hier warten so einige Leute auf die Überlandbusse, die ich mittlerweile auch so gemacht habe, dass sie halt mittlerweile sich nach 100% ersetzt und nicht nach 200%, damit sie halt nicht komplett immer nur so schäbig aussehen wie der hier, sondern halt auch ein bisschen das Stadtbild auch verschönern können. Wie ihr sehen könnt, warten hier einige Leute, ganz viele Leute, die wollen nach Steinwenden mit dazu, der Steinwendenlinie und viele auch nach Weitersbach. Einige wollen mit der Wallen fahren, mit der wir übrigens auch gleich fahren werden. Wallen hat 1557 Einwohner, sprich die müssen wir upgraden noch, also den Bahnhof werden wir upgraden. Können wir hier auch Steinwenden mal raufklicken, ja. Steinwenden hat gar nicht so viele, warten aber auch jede Menge Leute. Genau, ich habe diese Strecke, die wir beim letzten Mal erstellt haben, die habe ich geändert auf die normalen Gleise und nicht die Hochgeschwindigkeitsgleise, weil wir halt auch nur Züge drauf fahren lassen, die halt 10 Kilometer pro Stunde schneller fahren können, als diese normalen Gleise es zulassen. Von daher dachte ich mir, gut, dann bleiben wir einfach dabei und machen halt das Tempolimit halt komplett auf 120. Und was noch ist, ich habe mir, jetzt muss ich nochmal gucken, wo haben wir das denn? Ich habe nämlich Folgendes. Ich habe die Museumslinie das ist belastend, dass wir das jetzt. Ich würde dann lieber das als Doppeltraktion darstellen. Ich habe sie halt nach oben gepackt, die Museumslinie, und haben mir gedacht, wir belassen diese Museumslinie. Die Museumslinie wird sich nicht verändern, die wird bleiben. Aber wir machen das so, wir schicken die alle 25 Folgen. Sprich, Folge 25, Folge 50, 75, 100, 125 und so weiter. Schicken wir die für 5 Folgen wieder auf die Anlage. Genau. Es wird ja sowieso nochmal wir werden den TGW nochmal auf die Strecke schicken. Müssen wir mal schauen. Also ich habe mir gedacht, dass wir das vielleicht so auch Milestone-mäßig machen, dass wir so ab, keine Ahnung, falls es überhaupt Sinn macht, so ab 3000 Einwohner, dass wir halt die 3000 Einwohnerstädte halt miteinander mit dem TGW verbinden. Ob wir das wirklich so machen, werden wir dann halt sehen. Genau. Ich würde sagen, am Ende der Folge schauen wir nochmal nach, welche Städte alle hier ein Bahnhofs-Upgrade verdient haben, weil sie auf Level auf 3500 Leute angewachsen sind. Und dann graden wir dementsprechend die Bahnhöfe ab nach der Mitfahrt. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann um diesen Abschnitt hier kümmern, dass wir diese Städte, die aktuell nur mit einem Überlandbus verbunden worden sind, auch von Mittelbrunn aus verbinden werden. Darauf könnt ihr euch für die nächste Folge freuen, aber genug gequatscht, wir beginnen jetzt einfach. Okay, was heißt, wir beginnen mit der Mitfahrt? Ich lasse nochmal laufen, bis der nächste Zug, der ist ja jetzt hier, der Wallenzug, in den Zug 15, den steigen wir dementsprechend danach ein, dass der ankommt, und ja, dann beginnen wir sofort die Mitfahrt.
Und wo ich das jetzt hier gerade sehe mit dem Straßenfahrzeug, wir werden uns auch darum kümmern, vielleicht auch sogar schon in der nächsten Folge, dass wir die Straßenmuseumslinie, da ist es ja mehr oder weniger irrelevant, da habe ich gesehen, da staut sich das ordentlich, dass wir die so gesehen mit den alten Fahrzeugen, wir werden die alten Fahrzeuge einfach alle rausnehmen und wir werden quasi einfach dementsprechend dann, ich glaube, das war ein Rohrbruch, werden wir die Museumslinie so gesehen umbenennen und umändern. Da kommt der Zug, in den wir gleich einsteigen werden und wie ihr sehen könnt, es ist einfach rappelvoll. 181 wollen damit mitfahren. Allein hier schon, das wird nie im Leben passen. So, dann beladen wir jetzt gleich und wir nehmen Platz in der BR 103.1 Wallenwallen. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Mitfahrt. Ich denke mal, ich werde mich so zwischenmelden, vielleicht, wenn es dann mal Pausen gibt, wo wir warten müssen auf Güterzüge und sonstiges. Da fällt mir auf, ich wollte ja eigentlich den Autosave deaktivieren für die Mitfahrt. Muss ich mich vielleicht beim nächsten Mal daran erinnern. Wir müssen erst darauf warten, dass die Mittelbrunnenlinie durchfährt, damit die andere Linie, obwohl ne, die andere Linie ist ja die Zuder Steinwendenlinie, die jetzt gerade uns entgegenkommt. Aber mal schauen, ob gleich wir Vorrang haben oder ob die Mittelbrunnenlinie Vorrang hat. Die hat Vorrang einfach aus dem Grund, weil sie höchstwahrscheinlich einfach gerade näher dran ist. Haben wir halt gerade aktuell ein bisschen Pech, was die Wartezeit betrifft. Aber ich muss schon sagen, vom Stadtbild her, das sieht schon schick aus. Ich muss auch sagen, so, dass die Stadtbilder sich auch ordentlich gewandelt haben, auch in Zudar. Zudar hat sich enorm entwickelt, muss ich einfach mal so sagen. Jetzt schon. Gut, halt eine Neueinbindung bekommen und dementsprechend konnte sie stark wachsen. Wir haben auch hier so die eine oder andere Passage. Ich habe was mit der Aufnahme passt noch. Wir haben zwei Passagen, wo wir auf 200 km pro Stunde kommen.
Da kommt der Ölgüterzug. Ich glaube, die größte Veränderung, was Bahnübergänge betrifft, habt ihr gerade eben vor der Roten Brücke sehen können. Da habe ich die Landstraße, die vorher... ich habe übrigens die meisten Landstraßen auf zweispurig ausgebaut. Also die Hauptverbindungsstrecken, so gesehen. Und da habe ich halt dann nochmal den Bahnübergang weggemacht und eine Unterführung gebastelt. Ich bin auch was die ganzen Fernverkehrsverbindungen betrifft, bin ich sehr stark am überlegen, ob ich die Bahnhöfe ausbaue, um längere, also um Wallen und Mittelbrunn halt mit längeren, mit mehr Waggons zu bestücken, weil einfach so ein starker Bedarf da ist. Thank you.
Natürlich super optimal, dass gerade Steam im Hintergrund was installiert und downloadet. Ich pause mal kurz das Game und lasse mal laufen. Festplatte hat sich wieder beruhigt. Bei Unfall Simulator 2 wurde gerade dabei geupdatet zu werden oder wurde geupdatet. Ich habe es mal pausiert. Dann setzen wir die Fahrt fort. Dann muss ich auch nicht ganz so viel schneiden, wenn es die ganze Zeit ruckelt, weil hier Steam war installiert. Diese Wegpunkte, die werde ich übrigens auch nochmal in der Offscreen-Arbeit ersetzen. Genauso wie ich die Strecken bearbeitet habe. Hier habe ich zum Teil Bäume neu platziert, andere gelöscht, die zu nah an der Strecke waren. Auch viele Bahnübergänge habe ich bearbeitet. Einfach um alles smoother zu gestalten. Auch wenn es kein schöner Bau ist, muss es ja auch angenehm und anpassend aussehen. Achievement unlocked Transport Tycoon. Wir wollen einige mit. Das ist deswegen echt am Überlegen, die Bahnhöfe zu erweitern. Damit wir länger mehr Waggons in dranhängen können. Ja, schauen wir uns einfach mal nach der Mitfall an, was denn das für ein Achievement war, was wir gerade erreicht haben.
Dann müssen wir jetzt warten, bis der... Oh, der, was ist denn Sigröner? Der Sigrönkens-Küstrow-Zug hier wieder das Gleis freigibt. Mir ist gerade mal aufgefallen, ich habe vergessen, ich habe die Musik eigentlich für die Anfangssequenz, wo wir sie eigentlich nur anmachen wollen. Aber gut, da die Musik ja sowieso so leise ist bei mir, also leise von mir eingestellt wurde, ist das auch bei der Mitfahrt selbst nicht so das Problem. Ich habe eigentlich das Gefühl, wenn wir fahren, dass wir halt irgendwie einen Truck neben uns herfahren haben. Keine Ahnung warum. Aber wenn wir stehen halt nicht, also das ist irgendwie ganz komisch. Ganz komische Sache gerade. Kommt er uns entgegen? Ich wollte doch noch irgendwas gucken danach. Ne? Oh, jetzt kommt schon wieder der nächste. Ernsthaft. Ich wollte, glaube ich, nach dieser Fahrt ja nochmal was nachgucken. Ich weiß schon immer, was es war. Verdammt. Ach ja, genau. Die Einwohnerzahlen wollte ich nochmal gegenchecken. Wirklich viel mehr brauchen können wir auch gar nicht mehr. Also soll ich noch nicht machen. Die Folge ist ja schon bereits relativ lang. Es hat eine lange Mitfahrt, ne? Also eine Mitfahrt von einer halben Stunde knapp. Ist schon crazy. Und das, obwohl es nur eine standardgroße Map ist und keine extra ordinär große. Das geht ja auch. Jetzt kommt dann noch einer, ernsthaft. Wir haben echt Pech. Kann man nicht anders sagen. Wir haben halt einfach gerade echt Pech. Jetzt kommt der Gegenzug, glaube ich. Oder ist das der... Ne, das ist der Wallen... der Mittelbrunnen. Jetzt dürfen wir endlich. Wurde aber auch Zeit. Thank you.
Was ich auch nice finde, ist wahrscheinlich, dass immer nur dieselben Gebäude hier gerade sind, aber dass hier Industriegebäude so eine andere Strecke gebaut haben. Das hat natürlich auch was. Und wir halten oder kommen wieder an am Endhaltepunkt, am Ausgangspunkt in Wallen und steigen dementsprechend aus. Werde Milliardär ohne Schulden. Wir haben 1,04 Billionen. Da haben wir das Achievement dementsprechend auch eingeheimst. Genau, dann schauen wir nochmal nach den Städten. Nach der Bevölkerung. Horbuch hat 1794. Wir können uns ja einfach schon mal so ein bisschen umschauen, wie so hier die Städte aussehen. Horbuch haben wir hier. Man merkt hier, dass der Bahnhof hier ist. Wir haben hier so doch schon den Stadtkern hier mit den großen Gebäuden. Hier hinten wird es ein bisschen weniger. Die scheinen sich hier so in dem Bereich auszubauen. Noch nicht auf der anderen Seite, was mich, naja, nicht wirklich wundert. Ich meine, ja, also na, ein bisschen wundert es mich schon, dass es nur auf einer Seite bleibt. Aber vermutlich, wenn wir jetzt hier noch einen zweiten Straßenanschluss hinpacken würden, würden die sich bestimmt auch hier noch ausbauen. Vielleicht machen wir es irgendwann mal. Jetzt haben wir Wallen. In Wallen waren wir ja gerade eben. Wallen ist mittlerweile auch auf 1755 Einwohnern. Und Wallen ist auch interessant. Wallen erstreckt sich ja scheinbar gerade so in diesem doch schon ziemlich großen Bereich. Könnte eine sehr interessante Großstadt werden. Ist auch sehr nah an Horbuch dran. Und bekommt dementsprechend jetzt, ja, Katze, ich weiß, ich rede gerade wieder viel, kann dementsprechend jetzt auch einen neuen Bahnhof bekommen, da sie jetzt mittlerweile über 1500 sind. Dann geben wir dem mal das Upgrade. 222.000. Dann haben wir jetzt auch einen neuen Bahnsteig und so weiter und so fort. Dann gehen wir mal nach Mittelbrunn. Und schauen uns mal Mittelbrunn an. Mittelbrunn ist auch interessant. Mittelbrunn hat hier zum Beispiel auch schon ihr Territorium erstreckt, allerdings noch keine Brücke gebaut oder Häuser oder sonstiges, aber hier scheint sich die Stadt auch hin ausbauen zu wollen. Und die Stadt erstreckt sich dementsprechend aktuell hier auf diesem, ja, oh, dieser Flusskreuzung, nennen wir es mal so. Sieht auch sehr schick aus, aber kommt mit 1670 dementsprechend auch einen neuen Bahnhof, beziehungsweise ein neues Bahnsteighaus. Aua, ich pausiere mal das Game. So, genau, haben wir jetzt das auch geschafft. Haben wir noch eine Stadt? Altenkunstadt haben wir ja sogar schon. Altenkunstadt hat ja bereits den neuen Bahnhof. Ist auch aktuell. Altenkunstadt entwickelt sich auch auf der anderen Seite weiter, was sehr nice ist. Demnächst kommt vielleicht wieder Steinwenden. Steinwenden war sogar schon mal bei 1500, wenn ich mich recht entsinne. Mittlerweile sind es aber wieder nicht. Mal schauen, wie sich das alles so weiter verhält. Genau.
Beim nächsten Mal, wie gesagt, kümmern wir uns um den Anschluss von den aktuell doch noch sehr kleinen Städten. Das könnte auch noch eine interessante Tour werden. Mal schauen, vielleicht geht es dann von hier aus hier hin, dann darüber hier lang. Dann hier entlang. Hier unten haben wir keine Stadt mehr, die wir verbinden müssen. Dementsprechend dann hier, dann nochmal hier rüber. Und dann endet es hier wieder mit einem Kopfbahnhof. Oder wir machen vielleicht hier eine Kurve. Mal schauen. Oh, ja, wir könnten uns vielleicht hier drunter lang schlängeln. Das sähe bestimmt auch nice aus. Genau, TGW wird übrigens dann so sein, dass wir keinerlei Bahnübergänge haben. Und um dementsprechend halt möglichst hoch und lange die hohe Geschwindigkeit zu halten. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser langen Mitfahrt. Wie gesagt, beim nächsten Mal schauen wir uns nochmal die Entwicklung in den anderen Städten an, die wir frisch angebunden haben. Sprich an die neue Linie, so gesehen, oder eine erweiterte Linie zu Darstein wenden. Schauen wir uns da an, wie so die Entwicklung der Städte dort war. Und ja, bauen uns dementsprechend dann. Wobei, welche Folge war das? Das war jetzt Folge 24. In Folge 25 kommt dann ja wieder die andere drauf. Ja, mal schauen. Also, ich denke mal, wir werden dann die lange Strecke dort dementsprechend anbinden. Die andere Regionalexpresslinie und können dementsprechend dann auch, so gesehen, zwei neue Linien erweitern oder zwei weitere Linien erweitern. Dementsprechend macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video hier von Transportfieber 3 Flussland oder im anderen Video hier auf dem Kanal.